Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Heute drehen wir mal wieder ein Peso Unboxing Video, weil sich das auf jeden Fall sehr viele gewünscht haben und ich ja eh wieder immer ein Unboxing Video zu der neuesten Peso Kollektion drehe und ich mir wieder ein paar Sachen bestellt habe. Ich habe zwar nicht alle Sachen bekommen, die ich haben wollte, weil die Kollektion ja sehr exklusiv war, also diesmal limitierter gehalten und viele haben mir auch geschrieben, dass sie was nicht bekommen haben, aber auch sehr viele haben mir geschrieben, dass sie was bekommen haben. Ich hoffe, ihr habt alles bekommen, was ihr haben wolltet. Also klar, das ist halt nicht möglich, aber ja, ich habe jetzt 2 Sachen bekommen und ich wollte noch insgesamt 5 Sachen haben, aber ich beschwere mich jetzt auch nicht, weil ich habe die nicesten Sachen bekommen in meinen Augen, außer ein Piece, was ich unbedingt haben wollte, war zwar die schwarze Duffel Bag. Und ja Leute, kommen direkt zu der allerersten Sache. Hier hätten wir auf jeden Fall als allererstes das Paket. Hier wie immer die Peso-Karte. Hier dann auch nochmal so ein kleiner Text, wie immer. Finde ich ganz cool immer, weil ja, hat ein schlichtes Design. Dann hätten wir hier noch von den Peso Wars noch einmal diese Karte. Kennt ihr ja bestimmt schon aus den anderen Videos. Als allererstes kommt uns hier entgegen das T-Shirt mit den Engeln drauf, mit dem blauen. Ich mache das mal direkt auf. Ich habe das T-Shirt hier jetzt allererst in der Hand und das ist so weich. Also die Qualität ist wirklich sehr, sehr nice von dem T-Shirt. Für den Preis macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, Leute. Ich habe das jetzt in der Size M bestellt. Ich hoffe, das passt mir und ich finde das mega cool, das Design, weil wenn ihr sehen wird, was ich bald für ein nice Bild poste, also ich habe mir noch ein paar Sachen bestellt, die dazu extra passen. Auf jeden Fall blau wird, glaube ich, dieses Jahr mit grün die Farbe des Jahres sein. Wie findet ihr es, Leute? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So hätten wir hier das T-Shirt. Ich ziehe das dann auch mal direkt an. So Leute, ich habe das T-Shirt jetzt an. Das fittet bei mir sehr oversized, weil meine Haare sind auch wieder fresh am Start. Das fittet auf jeden Fall oversized, aber das ist mega bequem. Ich habe mir das in der Size M bestellt. Fittet zwar sehr, sehr oversized, aber ja, Hauptsache ich habe was bekommen und es steht mir auf jeden Fall gut und ich feiere diese, vor allem dieses Patch hier so mit diesem Peso, so Rubber Patch ist das ja sozusagen, so mäßig oder ich weiß gar nicht genau. Ich finde das Design von dem T-Shirt mega cool. Ist mal was anderes. Und ja, ich schaue mal, wie das in der Seite an mir fittet. Ich bin 1,86 Leute, also für die Leute, die mal fragen, wie groß ich bin. Schreibt gerne mal rein, wie ihr das Piece findet, würde mich auf jeden Fall interessieren. 3 Tage später. So Leute, jetzt eine Woche vergangen, mein zweites Paket ist angekommen, nicht, dass man meine Adresse liegt, deswegen. Ja, so, öffnen wir das auch direkt, Leute. Ich wollte sagen, ich habe jetzt dieses T-Shirt eine Woche lang so ein paar Mal getragen, das ist ehrlich mega nice und ich gehe auch gleich shooten damit, Leute. Also ich glaube, wenn das Video online ist, ist der Post online mit dem T-Shirt. Hier hätten wir dann auch wieder diese Peso-Karte, wie eben. Und hier nochmal Peso Wars. Ich habe leider jetzt nur 2 Sachen bekommen, aber 2 Sachen sind auch nice. Und ich hoffe, die passt mir. Ich habe mir die Jeans jetzt in der Size M geholt. Die sieht ehrlich sehr, sehr, sehr nice aus. Die ist so eine Carpenter Jeans. Ich ziehe die auch direkt an. Und werde noch einen Fitpick damit einblenden. Schaut mal, Leute. Zack, zack. Die gefällt mir ehrlich sehr, sehr gut. Hier und nochmal das Peso, also so ein Peso-Zeichen finde ich ganz cool. Hier Size M mit dem Peso-Tag. Hier unten sowas Nices, also mit diesen so ein bisschen abgerührt, finde ich cool. Und die ist auch schön breit, so, also die wird bestimmt sehr nice stacken. Und ja, das finde ich auch hier ganz cool mit diesen Knöpfen noch dran. Hier, ich weiß nicht, ob da überhaupt Peso draufsteht. Ja, hier ist noch so ein kleines P, falls man das erkennen kann. Ja, keine Ahnung. Aber ja, mir gefällt die Jeans sehr gut, diese Verwaschung, dieser Blauton ist momentan eh meine Lieblingsfarbe. Ich ziehe die jetzt direkt an und schreibt mir mal, wie ihr die findet. So Leute, ich habe die jetzt an. Ich glaube, die erkennt man jetzt nicht so gut. Man erkennt die jetzt nicht so gut, Leute. Ich würde auf jeden Fall ein nice Fitpick damit einblenden. Hier sieht man so ein bisschen von hinten. Aber ich werde auf jeden Fall ein Fitpick damit einblenden. Und ja, die stackt auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich habe jetzt kein Gürtel drum, deswegen rutscht die ein bisschen, weil ich etwas schmaler bin. Und Leute, was ich auch noch gesagt haben wollte, ich gehe mir jetzt gleich eine Kamera in Düsseldorf kaufen und dann sind endlich die Videos besser und dann können auch endlich die Streams anfangen, Leute. Also ja, wundert euch nicht, wenn ich glaube, nächstes Video schon eine viel bessere Qualität ist. Also ich hoffe, ich komme in den Laden rein. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne rein, was euer Lieblingspiece von Peso war und wie ihr die Kollektion fandet. Also ich fand die Kollektion mega stark. Leider habe ich zwar nur 2 Sachen bekommen, aber ja, es gab so viele Sachen, die echt nice waren. Zum Beispiel die Zipper oder so. Respekt an Justin, was er da wieder für eine nice Kollektion rausgebracht hat. Also habe ich sehr, sehr, sehr gefeiert. Schreibt gerne rein, was euer Lieblingspiece von meinen Sachen war. Also ich habe ja nur 2 Sachen gehabt, was ihr am meisten fandet. Und was euer Lieblingspiece von dieser Kollektion war. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst natürlich ein Like, ein Abo da und natürlich einen Kommentar. Und ja Leute, das war's mit dem Video. Peace.